Es gibt so einige Fische, denen so gut wie kein normaler Aquarianer gerecht werden kann. Dennoch werden diese Fische immer noch recht häufig verkauft, was ich nicht gut finde. Besserung scheint aber, zumindest bei uns in Deutschland, in Sicht. In den 80ern und auch noch in den 90ern waren diese Fische, die ich jetzt nenne, in jedem Zoohandel zu finden, mittlerweile immer weniger. Heute zeige ich euch 5 Fische, die meiner Meinung nach nicht mehr verkauft werden sollten. Die Prachtschmerle. Früher sehr oft gegen Schnecken im Aquarium empfohlen und leider heute immer noch. So landeten früher wie heute viele dieser Fische in völlig unzureichenden Verhältnissen. Erstens ist dieser Fisch ein Gruppenfisch und zweitens wird er riesig. Im Zoohandel schwimmen sehr junge Tiere, die vielleicht 5 bis 10 cm groß und schlank sind. Mit der Zeit und bei guter Haltung werden daraus aber dicke Brummer von über 30 cm Länge und sehr massiven Körper. Die wenigsten Aquarianer können diesen Fischen passende Bedingungen bieten. Bitte nicht kaufen, wenn euer Aquarium nicht mindestens 2 Meter lang ist. Aber selbst dann finde ich diese Fische in Aquarien mit Standardmaßen zu groß. Übrigens, wenn dir dieses Video gefällt, lass mir doch einen Daumen nach oben da und wenn nicht zum Geschehen auch ein Abo. Das wäre einfach zum Niederknien. Der Wabenschilderwels. Dieser Wels wird im Handel auch als sehr junges Tier angeboten und sieht auch wirklich schön aus. Die meisten denken wahrscheinlich, dass dieser Wels etwa so wie ein Anzistrus ist. Weit gefehlt. Dieser sehr schöne Wels wird größer und größer und größer und kann eine Länge von einem halben Meter erreichen. In der Regel bleiben die Fische aber in Anführungszeichen meist nur bei 35 cm. So sieht man in Kleinanzeigen oft, dass diese Fische angeboten werden. Sie werden dann meist zum Wanderpokal. Der eine gibt ihn an den nächsten weiter. Wird man sie nicht los, fristen diese Riesen dann ein Dasein in einem viel zu kleinen Aquarium, wo sie sich kaum drehen können oder werden im schlimmsten Fall ausgesetzt, was sie bei uns in Deutschland im Winter natürlich nicht überleben. Ich bitte sehr darum, diese Fische nicht zu kaufen. Das ist wirklich nur was für riesige Becken oder auch für Becken im Zoo. Der küssende Gurami. Diese Fische sind meist auch im Handel schon recht groß, so etwa 10 cm. Ihre lustige Art zu atmen mit den weit vorstehenden Mäulern und dem Küssen bei Rangeleien machen sie wohl beliebt. Aber auch diese Fische werden für die allermeisten Aquarien mit bis zu 30 cm viel zu groß. In Südostasien dienen diese Fische der Lebensmittelproduktion. Sie sind also wahrlich keine schlanken Riesen, sondern wirklich massive und große Fische. Bei meiner Recherche zu diesem Fisch habe ich einige Videos gefunden, wo eine kleine Gruppe in einem großen Aquarium schwimmt. Das sieht auch wirklich schön aus, solange diese Fische noch recht klein sind. Lasst diese Fische bitte im Laden, wenn euer Aquarium nicht mindestens eine Länge von 1,5 Metern hat. Die Haibarbe. Diese Fische sind wegen ihrer Körperform, die tatsächlich an Haie erinnert, so beliebt. Sie werden sehr klein verkauft, sodass sicher viele von ihnen auch in kleinen Aquarien von bis zu 100 Litern landen. Auch diese Fische werden im Alter und zunehmender Größe oft von einem an den nächsten weitergegeben. Ich habe ein sehr großes Exemplar schon bei jemandem gesehen, der solche Fische aufnimmt und sie in einem sehr großen Aquarium hat. Auch diese Fische können eine Länge von 40 cm erreichen. Da muss das Aquarium auch mindestens 2 Meter lang sein und auch das ist eigentlich zu klein, denn diese Fische leben in Gruppen und schwimmen aufregend hin und her. Bei Aquarien mit Standardmaßen finde ich das trotzdem alles nicht passend. In sehr großen Zoo-Aquarien dagegen könnte ich mir das wirklich toll vorstellen. Der Mini-Hai. Dieser Fisch sieht mit seiner Statur und seiner silbrigen Farbe noch viel mehr wie ein Hai aus als die Haibarbe. Dabei ist dieser Fisch natürlich kein Hai und schon gar nicht mini. So wird er auch bis zu 30 cm lang und ist somit für kaum ein normales Aquarium geeignet. Tatsächlich ist er ein Wels, und zwar ein Kreuzwels, der gerne in kleinen Trupps gehalten wird und sich nicht nur am Boden aufhält. Auch hat er zur dauerhaften Haltung lieber Brackwasser, also Wasser mit starkem Salzgehalt. Wenn ihr die Fische irgendwo seht, schaut sie euch an, denn sie sehen wirklich toll aus, aber lasst sie auf jeden Fall da, wo sie sind.
Das waren 5 Fische, die du nicht kaufen solltest. Meiner Meinung nach sollte der Handel diese Fische überhaupt nicht mehr anbieten, da ihnen kaum jemand gerecht werden kann. Es gibt aber auch noch sehr viele Fische, wo ich von einem Kauf absehen würde. Wer weiß, vielleicht folgt deswegen noch ein Video dieser Art. Damit entlasse ich euch für heute in die Freiheit und erwarte euch vollzählig beim nächsten Video wieder.